Tja, auch in diesem Jahr, meine Damen und Herren, gibt es wieder jede Menge zu sehen hier auf der IFA 2024. 100 Jahre IFA werden dieses Jahr gefeiert und da muss man sich natürlich auch wirklich was ganz Spezielles einfallen lassen und das haben die dieses Jahr auch gemacht. Das Einzige, was natürlich sehr schade ist, ist, dass die ARD fehlt. ZDF ist schon lange nicht mehr da. NTV und Welt sind, glaube ich, auch nicht da. Also insgesamt sehr, sehr schade, aber eine tolle 100-Jahr-Feier auf jeden Fall, muss man sagen.